Jungs, Matrosen, euer Ree hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Gefährliches Halbwissen. Das Format, in dem ihr mir Fragen stellt und ich euch antworte. Es kann über alles Mögliche sein. Gaming, Filme, Serien, Nerdkultur, Gaming-News und so weiter und so fort. Also raus damit in die Kommentare unten für nächste Woche. Denn das ist, sofern ich es schaffe, ein wöchentliches Format. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen an mit der ersten Frage. Und zwar von Daniel I. H9QP. Steuerung Y-Achse invertiert, ja oder nein? Ist die Y-Achse, ist das hoch runter oder links rechts? Also falls du hoch runter meinst, dann ja. Ich stelle mir das immer so vor, wenn ich meine Hand auf einen Kopf lege und ihn nach hinten ziehe, also quasi das Steuerkreuz nach unten, dann schaut der Kopf hoch. Genauso nach vorne, ne? Also, falls das die Achse ist, die du meinst, dann, ja, keine Ahnung. Ich mach das schon immer so. Ich kann nicht sagen, ob ich, weiß nicht. Das war schon immer so. Schon immer, seitdem ich irgendwie das erste Mal auf irgendeiner Konsole, das war das PlayStation 1 damals mit Analogsticks, das erste Mal. Nein, das war sogar vorher schon. Nein, doch, das war doch die PlayStation 1. Die ersten First-Person-Shooter schon immer so. Auch Third-Person-Spiele mache ich so. Genau. MK101001 Tripsdrill ist super. War vor ein paar Jahren mal dort. Das meiste noch genauso wie die letzten 30 Jahre. Positiv, Nostalgie und so. Aber hat sich schon einiges getan. Ja, genau. War nämlich in der letzten Folge in welchen Vergnügungspark sie schon waren da. Ja, Tripsdrill. Das ist bei Hasloch da irgendwo. Das ist sehr, sehr cool ist. Also wenn man kleine Kinder hat auf jeden Fall. Aber so Leute wie ich, die als Kind dort waren und so, wie er schon schreit, die Nostalgie ist da ziemlich cool. Auch wenn es nicht so kein Disneyland ist oder sowas, ne? Messerjoker. Wie würde deine Henkers-Mahlzeit aussehen? Getränk, Hauptgang, Nachtisch. Und welchen Film würdest du dir dazu reinziehen? Henkers-Mahlzeit. Also als Hauptgang, denke ich, würde ich mir entweder von meiner Oma ihre Hühnerfrikassee wünschen oder von meiner Mama den gefüllten Hackbraten, den sie manchmal macht. Eins von den beiden. Getränk dazu. Ah, gute Frage. Denk mal, Monster Energy. Normaler Geschmack. Ja. Oder ein O2. Ein Passion Lime O2. Mhm. Nachtisch hätte ich gern eine Tafel Schokolade, und zwar Milka Nusette. Nusette, sage ich das richtig? Das ist so meine Wochenendschokolade. Immer zum Wochenende kaufe ich mir eine Tafel Nusette. Das ist meine Favorite Schokolade so. Auf jeden Fall. Ja. So schön zart und schmilzt im Mund. So schön. Sebastian Schütz, ein Mitglied des Kanals. Ich grüße dich, mein Freund. Crackpack Records, da hatten wir es nämlich darüber letztes Mal. Ich feiere die neuen Sachen vom Reen, MC Reen auch. Da wird man richtig nostalgisch, klingt nach früher. Ich finde, er klingt besser als früher. Ich finde, er hat sich, früher haben mir seine Reimketten und die Struktur und vom Flow her hat er mir nicht so gut gefallen. Jetzt gefällt er mir gut, als wäre er irgendwie jahrelang in einem Winterschlaf gewesen. Oder Jahresschlaf, wie auch immer. Und ja, also gefällt mir wesentlich besser als früher, was er jetzt macht, auch. Also vor allem vom Flow her. Der Track Roter Velour von Sammy Deluxe ist Rap und vor allem videotechnisch zum Beispiel absolut großartig produziert. Kenne ich gar nicht. Den 90er-Jahre-Zeitgeist perfekt eingefangen. So ziemlich das Feinste, was ich seit langem gesehen habe. Gib dir mal. Also Sammy Deluxe habe ich früher nicht so wirklich gehört. Eher Azad, als er dann mit Sammy the Bitch rauskam. Das war so mehr meine Schiene. Aber nicht falsch verstehen, Sammy Deluxe ist mega krass. Also eines der besten
lyrisch auf jeden Fall, aber mir haben seine Beats nie getaugt. Warum auch immer, mir haben nie seine Beats getaugt, die waren mir immer zu, weiß nicht, zu funky irgendwie, weiß nicht, ist schwer zu erklären. Zickzack 6988. Moin Reed. Mit D hat er mich geschrieben. Reed. Okay. Würde mal gerne wissen, ob du dir schon Gedanken gemacht hast, was du mit deiner Sammlung machst, also wann und wie du sie verkaufst, alles einzeln über diverse Plattformen oder alles zusammen in einem, an einem Händler. Liebe Grüße, Retrofabi. Also Plan ist es, sie nie zu verkaufen und irgendwann zu vererben an meine Nichten und Neffen. Ich habe bis dato zwei Neffen und eine Nichte. Alles von der gleichen Mutter, von meiner Schwester. Und davon hat ein Kind davon, also das Mädchen, selbst drei Kinder. Also bin ich nochmal dreifacher Großonkel. Und schauen wir mal, wie viele es noch werden. Ich weiß es ja nicht. Und da soll das irgendwann hin. Wenn ich es verkaufen müsste, warum auch immer, das kommt drauf an, worum es geht. Ne? Wenn es... Es muss, ist keine, aber na klar, am liebsten alles an einen Händler geben und diesen ganzen Einzelverkauf-Stress gar nicht erst haben, so, ne? Jo. Restikaraka. Sorry. 5397. Wann kommt mal wieder ein neuer Track? Kann ich noch nicht sagen. Es ist was in der Mache, aber ich weiß nicht, ob und wie und wann das fertig wird. Ich glaube, ich spiele jetzt auch wieder in so einem Sommerloch. So, Mucke mache ich am liebsten, wenn schon im Winter, ne? Wenn es kälter wird und ich eh mehr in der Bude hock. Sowieso noch mehr als jetzt. Und es keine Flohmärkte gibt, wo ich viel Zeit verplemper und pipapo. Also wenn eher, ich glaube eher Richtung Winter dann. Mike Krause. Machst du eventuell bald ein Switch-Sammlungsvideo? Boah, das ist, ich würde es so gern machen, aber, und ich würde es vor allem gern machen mit Gameplay zeigen. Also zu jedem Game Gameplay, aber ihr seht ja, ne, ich habe ein so ein Billy-Regal, das ist von oben bis unten, das ist voll. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele das sind. Das sind, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, keine Ahnung, so 20 Spiele in der Reihe, 20, 40, 60, 70, 80, 100, 102, also das sind bestimmt 150 Spiele. Und die willst du mal alle capturen und was dazu sagen und überhaupt. Boah, das wäre locker so ein Projekt, wenn ich nichts anderes tun würde als außer ne, YouTube, wenn ich keinen Vollzeitjob hätte, und dann könnte ich schön montags anfangen und nichts anderes tun bis freitags. Und das wäre dann das Wochenprojekt, ne? 150 Games plus minus capturen, das machst du, da brauchst du ein bisschen für, ne? Ist klar, du verstehst, was ich meine. Was ich eventuell mal machen könnte, ist daneben stehen und die Games rausziehen, so, und ein bisschen was dazu sagen, aber ohne Gameplay, aber ich weiß auch nicht, ob das dann irgendwie cool ist für euch, ob ihr euch das dann so reinziehen wollt. Naja, schauen wir mal. Gut, Mike Krause. Ah ja, das war eben die Frage von Mike. Grüß dich nochmal. Lobo 12. Welches Videospiel muss verfilmt werden und welcher Film braucht unbedingt eine spielerische Umsetzung? Genre des Spiels entscheidest du. Welches Videospiel muss verfilmt werden? Ganz klar, das liegt doch auf der Hand, oder? God of War. Und in der Hauptrolle, also Kratos müsste gespielt werden von Triple H, ne? Und Atreus von hier, wie heißt er? Marco Reus von Dortmund. Marco Reus, der müsste Atreus spielen. Ich weiß nicht, ich finde diese, der sieht aus wie Marco Reus. wenn's mal jemals ein Duke Nukem Spiel geben sollte, Duke Nukem wäre geil gewesen. Da habe ich zwei, also entweder Brock Lesnar, aber ich glaube, von dem werden wir leider nichts mehr hören, so schnell. Der ist ja irgendwie verwickelt worden in diese Vince McMahon-Skandal-Sache da. Oder
The Sandman von der ECW, wer den vielleicht noch kennt. Sandman, aber der wird jetzt auch langsam alt, ne? Ich glaube, der Zug ist da leider auch abgefahren. Aber die zwei, die hätte ich mir gut für den Duke Nukem vorstellen können. Und welcher Film braucht unbedingt eine spielerische Umsetzung? Boah, welcher Film braucht, ne? Also wenn ich mir jetzt mal, ich schau mal da hinten meine PSP-Filme an und würde sagen, was ich geil finden würde als Spiel. Ja gut, Goodfellas, klar, gibt's ja der Pate, aber irgendwie so wieder so ein cooles Mafia-Game, oder? Wäre doch mal wieder nice. Hier, Ghostbusters gibt's natürlich. King Kong haben wir natürlich auch Games. Godzilla haben wir Games. X-Men? Gibt's auch, oder? X-Men? Ansonsten, Harry Potter haben wir auch genug. Krass, ne? Wenn man sich so Filme anschaut, Filmesammlungen, wie viele der Filme doch, hier, Matrix, es gibt fast zu jedem Predator, Hellboy, krass, ne? Fast für alles gibt's Games. Ne? Das ist, Starship Troopers? Gibt's Starship Troopers? Das wäre doch geil, oder? Das wäre eine geile, so First-Person Starship Troopers mäßiges. Gut, Lost Planet kann man so. Ist ja ähnlich. Lost Planet. Naja. Gut, danke für die Frage. Weiter geht's mit Der Pilsator 2. Was hältst du vom Film Sie leben? Original John Carpenter, They Live. Ja, mit Roddy Piper. Rest in Peace. Fand ihn gut, von der Message her auf jeden Fall. Pacing des Films war so ein bisschen, naja, ich habe ihn einmal gesehen vor ein paar Jahren, habe ich mir mal reingezogen. Pacing, ich fand ihn etwas, ein Ticken langatmig hier und da. Die eine Kampfszene, wo sie, ich glaube, die ging 10 oder 15 Minuten zwischen ihm und seinem Kumpel da, hat gar nicht mehr aufgehört. Aber ja, das Make-up war natürlich geil von den Aliens, ne, wenn er die Brille aufgesetzt hat. Und der legendäre Spruch, I came here to kick ass and chew bubblegum and I'm all out of bubblegum. Ne, ist klar. Hat sogar Duke Nukem in hier und da, glaube ich, auch in irgendeiner seiner Games, eins von seinen Spielen, hat er das auch als Referenz, ne, nicht Referenz, aber halt als Easter Egg quasi so rausgelabert, Alter. Vor allem labern. Das laber ich schon wieder hier für den Müll. Ja, ist ein guter Film. Könnte man mal ein Remake machen. Einen guten Remake auf heutige Standards und einen gescheiten Regisseur dahinter. Also wie gesagt, von der Message her fand ich den Film absolut nice. So, ne? Wie das, wie wir halt kontrolliert werden von den Medien und wie hinter Werbeplakaten halt, ne? Versteckte Messages, die man nur unterbewusst wahrnimmt, aber einen halt dazu bewegen, irgendwas zu machen, irgendwas zu kaufen, zu konsumieren, wie auch immer, bla bla bla. War schon geil. Bisa Flor Canto, grüß dich. Auch ein fleißiger Kommentierer meines Channels. Danke für deine Videos, immer wieder schöner Content. Schau seit Tagen wieder deine alten RPS-Folgen an. Ei, 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 die alten. Das tust du dir an? Da, wo ich noch sag, mein Beileid fürs Einschalten oder so. Aber, ja, vielen Dank. FC Mary, Like und Kommentar dagelassen, wie jede Woche. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Tony Goku schreibt, bist du mit der Band Linkin Park früher als Kind mit ihren Songs aufgewachsen? Wenn ja, würde ich mich sehr interessieren, ob du da eine Verbindung damit hast oder nicht. Als Kind nicht, sondern schon in der Jugend. Als die rauskamen, war ich schon 17, 18 rum, sowas, 19, irgendwie so, so um den Dreh. Und ja, gute Band auf jeden Fall. Schade natürlich, was mit dem Chester passiert ist. Lieblingssong, also ein Song habe ich von denen, der mir richtig gut gefällt. Ich versuche gerade, Breaking the Habit heißt der, glaube ich, der Song.
Breaking the Habit Tonight. Das ist ein geiler Track. Der Gitarrenriff, das ist schon geil. Ja, okay, schau auf. Also, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. XGamerBoy4375. Gute Besserung, Ree. Dankeschön. Finde deine Videos immer unterhaltsam. Meine Frage, was hältst du von Hardcore? Musikrichtung. Ach so. Okay, ich dachte schon. Zum Beispiel im Style von Dr. Peacock oder Angerfist. Hörst du auch sowas? Nein. Nein, das ist mir... Ich habe früher in der 5. Klasse auf dem Weg heim hatte ich Thunderdome-CDs und im Ohr. Und das war ziemlich... Das war damals geil oder so. Ja, aber heutzutage, ich kann mir das nicht mehr geben. Das ist mir zu hart. Es ist, wie der Name schon sagt, Hardcore. Und ja, das ist nicht meins. Also, wem es gefällt, cool. Alles gut. Der Tanz dazu ist auch sehr gewöhnungsbedürftig, meiner Meinung nach. Da werde ich nicht so ganz warm mit, aber ja. Geschmäcker sind halt nun mal verschieden, ne? Danke für die Frage. Jürgen Feichtinger. Ein Grund, eine Switch 2 Day One zu kaufen. HD Remake von Ocarina of Time. Für die, die es mögen. Ocarina of Time habe ich ein paar Stunden gespielt damals, wie fast alle Zeldas. Aber irgendwann bin ich dran verzweifelt und hab's aufgegeben. Aber für den einen oder anderen könnte das als Remake ein Grund sein. Die Switch, für viele, denke ich sogar. Ne, ganz klar. Kai Enderle. Grüß dich, auch ein Kanalmitglied. Servus. Was müsste eine Konsole haben, wenn sie neu auf den Markt kommt? Was wäre für dich interessant? Also, Spiele. Spiele wären für mich interessant, ja. Wie gesagt, wer mich kennt, weiß, ich bin nicht die größte Grafikhure. Ich bin völlig immer noch zufrieden mit der Switch und ja, ihre Limitierungen. Und find's sogar eher noch faszinierend, wenn sie so Dinger rausklatschen, wie The Witcher 3 und es ist spielbar. Oder hier Doom, Wolfenstein. Und ich habe jetzt gesehen, scheinbar gibt's Kingdom Come Deliverance. Letzte Woche hatten wir es noch über das Spiel hier. Und scheinbar gibt's einen Port von Kingdom Come Deliverance. Also krass, ne? Was ich nicht mehr vermissen möchte, ist das schnelle Laden. Oder die fast nicht mehr vorhandenen Ladezeiten der PS5, Xbox Series etc., ne? Das ist schon ziemlich geil, ne? Zwei Knopfdrücke, bam, bist du wieder im Spiel. Das ist schon... Also das ist Must, definitiv, für nächste Konsolen. Dann kommen wir zur... Nein, ich glaube, das war's. Außer hier unten noch, Onizuka. Heute mal keine Frage, aber Kommi für den Algo. Danke, mein Freund. Ja, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Das war's. Und wie gesagt, stellt gerne eure Fragen für die nächste Runde in die Kommis. Kann über alles Mögliche sein. Nerdkultur, Filme, Serien, Netflix, Musik und so weiter und so fort. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns. Stay safe, passt auf euch auf. Euer Ree.